Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK PlayStation 4 und ja, letzte Folge, da haben wir uns auf die Reise begeben, mal vielleicht ein kleines bisschen selber ein bisschen was zu bauen und so weiter und so fort. Ich hatte gestern, also ja, für euch gestern, für mich heute, so viel Feedback in den Kommentaren. Erstmal Dankeschön an alle, dass ihr so fleißig geschrieben habt. Ich weiß, es waren wieder welche dabei, die Erster geschrieben haben und Zweiter und so. Ach, man überliest es nach einer Weile, aber erstmal danke, danke, danke. Hat mir richtig gut gefallen, dass ihr mal wirklich zum Sonntag, okay, da haben viele Zeit, dass ihr mal richtig geil mitgemacht habt. Also, ich habe bis jetzt noch nicht alle Kommentare gelesen. Es sind jetzt mittlerweile 172 Kommentare. Ich war den ganzen Tag unterwegs gewesen, habe es jetzt nicht geschafft, wirklich alles zu lesen. Mache mich heute Abend aber, also, ja, nachher mache ich mich noch ran, alles durchzulesen. Nicht böse sein, wenn ich nicht auf alles antworten kann. Erstmal sind es sehr viele Kommentare, aber ich lese sie mir durch, versprochen. Einige habe ich schon gelesen. Ich hatte ja letzte Folge gefragt, wo denn eine gute Stelle ist, zum Beispiel sein Haus zu bauen. Also zumindest das Haus nicht, dass ich meine kleine Festung bauen kann. Einige haben unten geschrieben, wo rechts in der Ecke, da ist eine kleine Insel, die ist leider besetzt. Ich habe vorbeigeguckt, da ist, ja, da ist schon jemand drauf. Oben rechts Insel, da hatten wir unser Zeug mal gemacht und es haben auch viele das Paradies geschrieben. Im Paradies ist jetzt nichts los eigentlich, aber wir haben lang genug, finde ich, im Paradies gebaut. Deswegen, es wäre langweilig, wenn ich da wieder bauen würde. Und ja, gerade hier haben welche gesagt, soll es eigentlich recht schön sein. Und andere haben geschrieben, bau doch einfach oben auf dem Vulkan. Das Problem ist, wenn ich oben auf dem Vulkan bauen sollte, ne? Übernächstes Update, also das PC-Update, was am 30. 31. kommt, wird der Vulkan ausbrechen können. Das heißt, wenn ich da oben baue, fliegt mir irgendwann der ganze Mist um die Ohren. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie Sinn und Zweck machen würde, wenn ich da oben eine Bude baue. Und dann kommt ein Update mit den Vulkaneruptionen. Und ja, ich werde dann da oben weggepustet. Das wäre natürlich ganz kacke. Ich finde es hier eigentlich auf dieser... Ist das auch eine Insel, wo ich bin? Ich sehe gar nichts. Ja, das ist eine Insel. Oh Gott, Mann! Wer? Alter, Level 60 hat das Vieh gehabt. Ja, ich weiß, ich habe es gestern zum Schluss in der Folge noch gesagt, dass ich das mit dem Level übersehen hatte, mit der Titanboa. Aber ich denke mal, guckt euch mal hier um. Ich weiß, es ist groß, freie Fläche, ne? Und freie Fläche, ihr wisst nichts gut. Rote Obelist haben auch welche geschrieben. Rote Obelist, ja, da ist es echt nicht so gut zu bauen. Erstmal, es ist mehr Wasser als alles drum und dran. Oben die Fläche. Wir haben ja schon einen Obelisten übernommen. Ich will jetzt nicht alle Obelisten hier bebauen. Deswegen lasse ich das erstmal ein bisschen. Sachen Obelist bauen. Ich finde es eigentlich recht geil hier. Also wenn man sich mal umschaut, wir haben hier sogar ein paar Bäume, Steine und so kriegen wir auch locker ran. Und ich weiß gar nicht, wo ist denn hier der Sonnenaufgang? Ich meine, hätte man ja eine geile Location. Problem ist, gut, du kannst ja auch sehr krass angegriffen werden. Aber ich finde, hier ist ein ruhiger Fleck, oder? Wenn man sich umschaut, hier sind keine Viecher. Hier ist wirklich tote Hose. Hier wird mir kaum einer was tun. Ich glaube, bei meinem Garfield, das Fleisch dürfte jetzt abgelaufen sein von gestern. Ich guck mal ganz kurz ein bisschen Betäubungs... Ja. Es wäre ganz sinnvoll. Ich muss mir auch selber mal was zu essen holen. Das wäre vielleicht das Beste. Ich werde erst anfangen mit der kleinen Steinhütte, werde mich dann aber weiter später erweitern. Ich muss bloß mal Metall holen. Ich wollte jetzt eigentlich schon zwischen der Folge Metall holen, aber ja, dann hättest du wieder, oh, das ist ja cheated und sowas alles, deswegen sage ich es euch lieber vorher. Ich werde bald Metall holen, mit unseren Quetzen alles drum und dran, damit wir mit dem Bau schneller vorankommen. Also nicht, dass es heißt, der hat sich alles ercheatet, nein, ich werde es farmen gehen zwischen den Folgen. Und ihr wisst ja, ich habe ja das eine Video gezeigt, wie viel wir mit unserem Quetz und dem Ankylo drauf, wie schnell und wie viel wir da farmen können. Und ich denke mal, das wird ganz gut funktionieren. Da können wir mit der Metal Base dann später auch anfangen. Ihr seht ja, jetzt krieg ich schon so richtig viel Metall raus. Und ich muss jetzt leider noch einige, ja, 1, 2, 3 Dinge bauen, damit wir hier vorankommen. Aber ich denke mal, mit Steinfundament ist erstmal jeder zufrieden. Ich kann mir vielleicht mal erst eine süße kleine Überlebenshütte bauen. Und danach machen wir halt das Große. Ihr seht ja, wie viel Metall ich rauskomme. Das wird hier recht fix gehen. Und ja, ist mal schön in den Baum reingekloppt. Wir fangen einfach mal an, ein kleines bisschen was zu bauen. Einen kleinen Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Wir müssen mal, Herstellung, wo waren das überhaupt noch?
Kochen, Rummel, bla bla bla. Nehmen wir uns kurz zurück. Strukturen. Stein. Wollen wir uns kurz gucken? Ich brauche noch für das Fundament, brauche ich noch Holz. Gehen wir uns kurz noch ein kleines bisschen Holz hacken. Ich bin gespannt, wo meine ganze Ausrüstung drauf geht hier. Und ich bin überladen. Sehr schön. Herstellen. Wir brauchen eins. Nur eins. Gut, was fehlt jetzt? Dieses Mal. Okay, jetzt fehlt es wieder an Stein. Jetzt wird es die ganze Zeit hin und her gehen. Irgendwas wird mir immer fehlen. Und manche werden sich jetzt stecken. Oh, das ist doch langweilig, wenn der jetzt anfängt zu bauen und so. Oh, ich hätte vielleicht mal die Axt nehmen sollen. Das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Ja, da kriege ich ein bisschen mehr Stein. Ich vergesse es jedes Mal. Hört auf, mich zu kritisieren. Ich vergesse es sowieso jedes Mal. Gut, dann machen wir erstmal die ganzen Feuersteine. Die machen wir erstmal ganz kurz weg. Weil die verbrauchen einfach nur Urst viel Platz. Okay, da ist die Zwiebel. Da schreibt mich gerade an. Zwiebelchen, tut mir leid. Ich will jetzt erstmal mit den Zuschauern ein bisschen was bauen. Also zumindest, ich will mal so ein kleines Projekt hier drinne starten. Übrigens, wer es noch nicht mitgekriegt hat, der Sari hat momentan ein kleines PC-Projekt. Und, also PC-Arc-Projekt, ein Mod-Projekt, was ja bei uns jetzt auf den Konsolen leider noch nicht funktioniert. Und ich wollte euch als Zuschauer fragen, würde euch das interessieren, wenn ich dort mitmachen würde? Also, müsst ihr vorstellen, das ist ein Mod-Projekt. Die Mods gibt es ja leider noch nicht auf der Playstation, die werden aber in Zukunft kommen. Und Sari und ich wollen euch so einen kleinen Vorgeschmack geben, wie es denn so ist, wie das abläuft später und so weiter und so fort. Und wie gesagt, er hat das Mod-Projekt jetzt angefangen. Ich glaube, ja, gestern kam die erste Folge raus. Und ich würde das mit euch als Community gerne mal so mit angucken. Ich glaube, der hat einen kleinen Server, mit 10, wo 10 Leute drauf können. Ja, das ist arschteuer, ich weiß, also so ein Server, ich glaube für 19, 20 Euro kannst, also 20 Euro im Monat kannst du 10 Personen mitnehmen. Ich weiß, das ist immer recht, ja, bescheiden. Das Projekt wird ganz normal weiterlaufen, das werde ich weiterführen, nur dass halt extra was läuft von Ark und das sozusagen die Zeit überbrücken wird, bis die offiziellen Mods halt bei uns denn dazu kommen. Wie gesagt, eure Entscheidung könnt ihr sagen und würde mich auf eure Antwort freuen. So, was fehlt denn jetzt schon wieder? Das ist doch so, ist das... Ich weiß, stell die Gamma Correction hoch. So kann man es auch machen. Okay, machen wir weiter. Ich muss noch ein kleines bisschen Stein sammeln. Kann ich schon mal eins herstellen wieder? Ich hau jedes Mal mit drauf. Das ist so eine Angewohnheit, dass ich mit einer Spitzhacke versuche, Steine abzufarmen. Was eigentlich theoretischerweise auch logisch ist. Ich meine, wer farmt denn bitte schön, also im echten Leben, wer nimmt denn eine Axt, um Steine abzukloppen? Ich meine, logisch ist das natürlich nicht, ne? Also zumindest kein normal denkender Mensch würde das so zumindest machen. Woran fehlt es denn jetzt schon wieder? Alter, das gibt's doch nicht. Komm, gib mir zu wenig Stroh. Okay, kann man auch machen. Nein! Nein! Wir haben zu viel verbraucht. Strukturen, Stein... Scheiße, und ich bin... Mist. Und ich bin wieder komplett überladen. Komme ich da noch hin? Bis zu dem Baum? Miet! Miet! Komm her! Ich weiß, sie sieht gerade gar nichts. Ja, komm her. Komm her. Die Gamma Correction ist voll im Bude hochgeknallt. Ihr seht es im Menü. Aber es funktioniert einfach... Man sieht einfach trotzdem nichts. Nein, du Arsch, komm... Nee, komm her. Bin ich drauf? Hallo? So. Jetzt ist der auch komplett überladen. Aber wir machen das einfach mal so. Das packe ich mal rüber und das Metall. Dann müsste das eigentlich schon gut funktionieren. Das Fleisch spare ich noch in der Tasche. Bin ich jetzt immer noch? Ich schaff's noch! So, und natürlich, wenn du Stroh haben willst, das kann ich ein bisschen besser verstehen mit der Axt in den Baum. So, wollen wir nochmal ein, zwei Dinge herstellen? Strukturen. Warum muss man da immer wieder reingehen? Dass die das nicht irgendwie so speichern können, das wäre cool. Aber das nächste Update, ich weiß nicht, ob es heute schon rausgekommen ist oder ob es morgen rauskommt. Also bei mir ist jetzt gerade Sonntag, versteht das bitte. Ja gut, wunderbar. Sollte das Update kommen mit dem neuen Menü? Ich bin echt gespannt. Ich weiß, es gibt schon lange auf, also jetzt schon seit ein paar Wochen auf dem PC. Ich sehe hier gar nichts. Da ist das Ding.
Es gibt schon ein bisschen auf dem PC, aber wie gesagt, ich habe es mir noch nicht so angeguckt, um zu sagen, okay, es ist gut, es ist schlecht. Warum? Hast du es gesehen? So, von der Größe her. Ich mache das ein kleines bisschen größer. Ich will nicht so übertreiben. Also wie man das manchmal sieht, manche, die bauen da immense Dinger. Ne? Aber wirklich immens. Da denke ich mir jedes Mal, warum? Das kannst du gar nicht ausfüllen. Ich weiß nicht, was da manchen Leuten reitet. Also du siehst ja ab und zu mal auch auf verschiedenen Servern, dass die so, so ewig große Häuser bauen, die innen drin total leer sind. Das finde ich auch irgendwie, keine Ahnung, es sieht hässlich aus, sagen wir es mal so. So, ich will jetzt hier mal ein bisschen Licht haben. Ich schmeiße jetzt einfach mal die Fackeln hier unten hin, damit ich nicht hier ins Leere quatsche. Ich quatsche zwar mit euch, ihr seht mich, aber ihr seht ja vom Spiel nichts. Das ist immer ein bisschen dumm. So, herstellen. Kann ich noch eins? Nee. Was fehlt's denn wieder? Ich hole mal ein bisschen Holz und Zeug hier raus. Nehmen wir nochmal die Axt und hacken den Baum rein. Fundamente farmen. Einfach nur eklig. So. Ah! Nein, ich hab's verbraucht. Ach Mann, weil ich da reingeklickt habe. Niemals so schnell drücken. Ja, was fehlt's denn jetzt schon wieder? Du musst hier wegen jedem Scheiß hin und her rennen. Jetzt fängt. Ja. Gutes Wetter, Freunde, gutes Wetter. Und es fragen immer noch so viele, warum ich denn im PSN nicht antworte. Ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt. Im PSN schreiben mir so viele Menschen, dass ich mit den. Da kann ich einfach nicht antworten. Es sind, also sobald ich irgendwie. Ja, ich werde immer als offline angezeigt, weil sobald ich online gehe, kommt irgendwie so eine. Wie soll man das sagen? So eine Flut. Da schreiben so viele Leute auf einen los, dass. Die PlayStation, die muckt da schon rum. Weil einfach nur noch Nachrichten reinballern und. Deswegen habe ich die Privatnachrichten ausgestellt. Ich hatte mal jetzt vor 2 Tagen oder so, da hatte ich mal ein bisschen geantwortet. Ist aber wieder eskaliert, weil dann zu viele Antworten zurückkamen und so. Und da habe ich jetzt erstmal ein kleines bisschen sein lassen. Es tut mir leid, aber ich kann nichts dafür, Freunde. So, herstellen. Wir brauchen. Ich habe hier bald keine Bäume mehr. Und ich fand das so schön hier. Ich muss mal irgendwie mal gucken, wie man das einstellen kann, dass alles schneller respawnt. Also, dass die ganzen Ressourcen, die Strukturen hier alle schneller wieder nachkommen. Weil man merkt, man kloppt die Bäume weg und nachher sind sie eine Ewigkeit weg und es sieht einfach scheiße dann aus in der ganzen Umgebung. So, machen wir mal eins. Ich weiß, das ist. Ihr werdet mich jetzt die ganze Folge nur beim Farmen beobachten. Ein Glück bin ich hier, dass ich hier um mich rum ein bisschen kloppen kann. Mal mit. Achso. Wer erfindet denn sowas? Wer macht denn sowas? Jetzt mal ohne Scheiß. Wer mit einer Spitzhacke auf Steine kloppt, bekommt Feuerstein raus. So, 2, 3. Wir machen gleich mal einen Torbogen und eine Tür. Da braucht Stein und Stroh, genau. Und vielleicht können wir jetzt mal gucken, dass ich gleich noch, wenn wir einmal dabei sind, nicht Kühlschränke, ich will. Ach da, Herstellung. Hier brauchen wir nur einmal alles. Leder habe ich noch in meine Hauskatze drinne. Ich stell erstmal ganz kurz die Strukturen auf, bevor es dann wieder heißt, oh, mach doch erstmal eins fertig, bevor du dann das nächste wieder machst. Das hatte ich jetzt 3 mal 3. Passt. So, machen wir das erstmal wieder unten hin. Zack und zack. Wo mache ich da meinen Eingang hin? Mein Eingang. Ich weiß, ich hätte vielleicht vorne an der Kante bauen sollen, dass man da ein bisschen was sieht. Aber man ist so ein kleines bisschen getarnt. Ich weiß, ich mache hier gerade Videos und jedes Schwein, der auf dem Server ist, guckt wahrscheinlich zu und weiß sofort, wo ich bin und wird dann irgendwann auch meine Basis angreifen. So ist das halt, wenn bald das PvP angeschaltet wird, werde ich sowieso der Erste sein, ja, der irgendwie abkratzen wird, weil es ist halt nun mal so, ne, die Zuschauer sehen halt die ganze Zeit meistens den YouTuber und jeder weiß, wo er ist und weiß ganz genau, was er als Verteidigung hat und was nicht. Man kann darauf planen. Zum Beispiel die anderen Leute. Gut, bei Sari weiß es auch, aber die anderen Leute, die jetzt hier auf dem Server rumwurschteln, du weißt nicht, wo sie gebaut haben, du weißt nicht, was sie an Verteidigung haben. Da wird es für mich halt schwer. Andersrum ist es halt natürlich recht einfach. Gerade weil ich jetzt eigentlich nur eine Katze habe. Gut. Geh mal kurz zum Baum rüber. Was fehlt denn wieder? Holz.
Aber wie viel Stroh haben wir denn überhaupt? Davon haben wir genug von dem Scheiß. So, davon noch was herstellen. Machen wir mal gleich zwei Stück. Bewege mich sehr schnell gerade. So, setzen wir noch ein paar Dinge. Ne, Garfield, du freust dich schon. Du freust dich. Dir mache ich eine Garage. Hat auch noch keiner gemacht, oder? Oder habt ihr eurer Katze schon mal eine Garage gebaut? So, du kommst hier hin. Schön von innen. Musst du auch gucken, dass es innen und außen ist, ne? Ich weiß nicht, kann man die falsch rumbauen? Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade die schönste Bude. Ich will erstmal nur, ja, meine Werkstatt bauen. Das ist meine Werkstatt. Und später kommt halt der Rest dazu. So, ganz kurz was schauen. Die normalen Wände. Bettenstein. Warum frisst denn das so viel Rohstoff? Holz. Ich will die Bäume hier vorne nicht wegmachen. Die sind jetzt meine letzte Tarnung. Kann ich die irgendwie wieder aufheben? Perfekt. Ich nehme mir nicht so schnell Schrott, die Dinger. So. Stellen wir nochmal eins, zwei her. Ich hoffe, die funktioniert jetzt. Vier Stück. Das ist gut. Zweite Etage, weiß ich nicht, ob ich die brauche. Können wir mal in die Kommentare schreiben. Soll ich das mit mehreren Etagen machen oder soll ich wirklich nur eine Werkstatt draus machen, dass wir hier all unseren Klimbim machen und dass wir daneben halt das richtige Haus bauen können? Kann ich mir mal in die Kommentare ballern. Ich weiß, es haben auch viele Baumhaus geschrieben. Problem ist, wenn ich mir ein Baumhaus baue, gerade in der Region da hinten, ich will ja eine kleine Verteidigungsbasis bauen, in der Region da hinten sind Sari und sein Tribe, ne? Das heißt, wenn ich da irgendwo baue, bin ich den Sachen PvP später ein Dorn im Auge. Ich bin zu nah dran. Ich weiß, hier in der Nähe ist auch noch ein Tribe, aber das krieg ich schon irgendwie gewaffelt. So. Machen wir hier noch mal ein, zwei Wände ran. Hier muss man noch Fenster zu später reinbauen. Ob ich da noch ein Fenster zwischenbaue? So ein einzelnes? Können wir machen, oder? So. Wird jetzt nur in unsere Arbeitshütte. Noch ein Fenster. Machen wir so mittig. Ich weiß, das ist nicht jetzt das Schönste. Aber es müsste funktionieren. Und ich glaube, ja, es gibt halt einige Dinosaurier, die auch Steine zerstören können. Also Steinmauern. Bei Metall wäre es natürlich besser. Aber die Metalldings, ich werde die ja wohl fertig haben, bevor drei Wochen um sind, ne? Sonst heißt es, naja, du Trottel, hast es nicht mal geschafft, in der Zeit das zu machen. Und jetzt, ja, jetzt bist du am Arsch. Das kriege ich noch hin, Freund. Das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. So. Hier wollte ich eine Wand. Habe ich jetzt noch genug, um... Habe ich bestimmt nicht. Es fehlt wieder an allem. Kannst durchdrehen. Ausrasten. Alles kaputt schlagen. So. Und ich könnte einfach mal... Jetzt mache ich das ohne Schnipsen. Die Gamma Correction mal wieder runterstellen. Es ist helllichter Tag und ihr werdet wahrscheinlich schon alle geblendet sein. Ne, 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 ne. Ich muss mir da mal langsam einen Kopf machen. Also ich stelle mir jetzt schon langsam vor, wie die Metallbasis denn später aussehen wird. Kann euch aber noch nichts versprechen. Wenn ich jetzt zu viel sage, dann... Ja, dann nehme ich sozusagen alles vor und ihr wisst schon alles und dann brauche ich es gar nicht bauen. Dann wisst ihr ja selber, wie es aussieht und ihr könnt es euch sozusagen durch meine Vorstellungskraft in euer Gehirn, könnt ihr es euch selber im Kreativmodus bauen. Nein, natürlich nicht, aber es wäre schon witzig. So, zack. Machen wir das hier hin. Und ja, mache ich mehrere Etagen? Ich weiß das nicht. Noch ist ja Dach auf. Ich weiß, bau doch schräg Dach oben drauf. Ich habe keine gelernt und mir fehlen die Punkte dazu. Und bis zum nächsten Level ab dauert das noch ewig. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte brauche ich denn überhaupt noch. Oh Gott. Ja, das wird wohl ein paar Wochen dauern. Das dauert wirklich ewig. So. Stimmt, ich wollte den Schmelzofen machen, dass ich das Metall schon... Sag mal, bist du kein Stein oder was? Du bist auch kein... Ihr seid bestimmt alles keine Steine. Sorry. Oh, Mann. Ja, die kann ich natürlich abbauen. Das ist immer wie komisch. Das wäre natürlich... Ich weiß, das war technisch gar nicht möglich, dass man sich hier wie bei Minecraft total in den Boden buddeln könnte. Aber lustig wär's. So, wir wollen jetzt mal ganz kurz schauen. Ich muss mal bei Herstellung gucken. Fasern und Leder. Fasern sind schnell ranzubekommen, wenn ich nicht so langsam wäre. Nehmen wir den Bogen, warte mal. Das kriegen wir schnell hin. Pass auf. Du nimmst den Feuerstein. Schmeißt den ganzen Feuerstein raus. Den Ledersack, den könnte ich, glaube ich, mal in meine Bude aufstellen. Ich glaube, wo war der drinnen gewesen? Den habe ich irgendwo rausgemopst.
kurz bevor ich losgedonnert bin. Eigentlich brauche ich mir gar keinen so großen Kopf machen. Ich meine, ausrüstungstechnisch bin ich ja eigentlich gut unterwegs. Also zumindest waffentechnisch und sowas alles. Jetzt sammelt der Steine ein. So, Fasern haben wir genug. Leder müsste im Garfield sein. Komm mal her, Garfield! Genau. So, Garfield, du brauchst bald mal Futter, ne? Das werde ich mal nach der Folge mal... Ich hab die... Ich sehe sie noch. Ich habe genau 2 Minuten! 2 Minuten, um zu dem Ding anzukommen. Bitte nicht verschwinden, bitte nicht verschwinden, bitte nicht verschwinden, bitte nicht verschwinden. Ja, ich weiß, das ist dumm. Ich könnte das auch schneiden. Aber ich habe keinen Bock. Ich will ja auch mal ohne Schnitte wieder was machen. Freunde, ich habe so lange jetzt ohne Schnitte gearbeitet und danach mit Schnitte wieder. Ich weiß, ich mache trotzdem manchmal was raus, weil es manchmal peinlich ist, wenn ich so da mache und sowas alles. Mörserschüssel könnte ich eigentlich auch gebrauchen. Können wir gleich mal hinterher machen. So, Eisen haben wir genug. Ich denke mal, Garfield, komm mal ganz kurz mit. Du, das Dumme ist, ne, pass mal auf. Wenn ich jetzt noch kein Dach habe und ich schmelze jetzt da drinne was, ne, dann sieht man das im Video, der nächste kommt hierher und klaut mir den ganzen Scheiß. Ne, das bleibt alles im Garfield erstmal. Das bleibt schön im Garfield drinne. Ich muss mir mal einen Kopf machen, wie ich das hier anstelle. Weil ich habe auch Angst, dass sich einer hochhebt und ins Wasser schmeißt oder so. Obwohl, absaufen tun die ja eh nicht. Aber irgendeiner wird mich hier beklauen, denke ich mir mal, weil es meist so ist. So, mal erstmal mein vorübergehendes Bettchen mache ich hier hin. Das heißt, wenn ich abnippel, dann bin ich wieder hier. Kann ja mal ganz kurz den Ofen am besten genau neben dem Kopf, ne? Weil ihr wisst, wenn man dann schläft und so, dann ist schön warm und dann kann ich mir die Heizung sparen. So. Da kann natürlich auch gleich einer vom Fenster aus klauen. Das macht natürlich mehr Sinn. Also das heißt, wenn du einen Ofen... Das ist jetzt nur ein kluger Tipp von mir, ne? Also wenn du Feinde in der Gegend hast und da kommt einer an, ne, und will in deine Bude einbrechen, dann kann der auch einfach hier zwischen zugreifen. So erleichterst du es ihm, der geht nicht in deine Wohnung rein und kriegt trotzdem, was er will. Ich weiß, das ist dumm. Gut, ja, da werde ich mir was Fenstermäßiges irgendwie mal zusammenschustern. Und ich schmeiß am besten immer alles in den Garfield rein. Der müsste doch jetzt eigentlich schon richtig fette sein, oder? Nee, er ist noch bewegungstechnisch da. Obwohl, ihr müsst wissen, Garfield ist ein Bewegungslegastheniker. Jetzt müssen natürlich alle googeln, was das heißt, ne? So, ich mache jetzt trotzdem erstmal ein kleines Folgenpäuschen. Nächste Folge, da habe ich schon ein kleines bisschen mehr. Denke ich mir mal, jetzt noch eine kleine Runde weitermache. Aber das kannst du nicht alles erklären, wenn du stumpf rumfarmst, ne? Das macht euch keinen Spaß, macht mir keinen Spaß. Deswegen wird das auf den schnellsten Wege ohne Gequassel. Machen wir dann ein bisschen kleines was. Hätte auch hier oben drauf bauen können, ne? Vielleicht wird meine Metal Base hier oben sein. Aussicht haben wir jedenfalls. Ich weiß es noch nicht. Das überlegen wir uns mal. Gut, war Folgenpäuschen, Freunde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ich freue mich wieder auf geile Kommentare von euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao.